Hallo Leute und herzlich willkommen zur anderen Runde von Smite. Hi, heute spielen wir Atlas auf der Solo Lane. Ich habe jetzt gerade schon gesehen, dass ich wahrscheinlich gegen einen Chang'ar spielen muss. Heißt, ich würde Ante hier mitnehmen. Ich glaube ja, Tainted Steel, glaube ich, der gute Plan. Gegner haben 3 Magical, 2 Physical, okay. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein, weil ich bin das erste Mal ihn auf der Solo-Lane und... Oh Gott, oh Mann, ich hasse es. Ich will Magical Defense mitnehmen. Ich würde sogar recht schnell Shogun's Cristal mitnehmen wollen. Sehr, sehr schnell. Oder ich bin mir sehr unsicher. Verdammt, ich weiß nicht, ich hasse sowas. Ich will das Item haben. Und wenn ich teleporten mit und zack, okay. Also, ich spiele jetzt zum ersten Mal Atlas auf der Solo-Lane. Ich habe ihn noch nicht auf der Solo-Lane gesehen von irgendjemandem. Also, von jemandem ihn auf der Solo-Lane spielen sehen. Daher, mal schauen, wie es wird. Ich weiß nicht. Also, Harris hat ihn nicht als ein Solo-Laner entwickelt. Also, es war jetzt nicht deren Plan, dass sie ihr. Beziehungsweise Titanforge. War jetzt nicht deren Plan, dass das ein Solo-Laner wird. Aber mal schauen. Ich werde auf Damage und Tech-Speed gehen. Oder ich werde ein bisschen tanky und dann halt auf Tech-Speed gehen und so weiter. Logischerweise. Kannst du mal bitte... Oh, wow, das hat keinen Schaden gemacht. Scheiße. Das ist ein Problem. Wie soll das die Minions nicht gekillt? Scheiße. Sie hat aber auch genauso viel Schaden bekommen. Wie soll das gerade die Minions nicht gekillt? Das hab ich nicht verstanden. Macht das nicht genug Schaden? Na gut. Oh, ich bin jetzt auch Level 2. Sehr schön. Ey, was soll das? Ich bin doof. Das war sogar richtig, richtig gut. Da hab ich gar nicht gedacht, dass ich das machen könnte. Aber gut, wenn das nochmal passieren sollte, wäre sie tot. Ich mache da sehr wenig Schaden. Oh, wow. Das war da auch Schaden. Ja gut, sie ist ranged. Problem für mich. Also auch hoffen, dass ich überlebe und nicht so viel Schaden take. So, Minions, lass mich bitte in Ruhe. Ja, mach da hinten, ist mir egal. Minions, lass mich bitte in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Danke. Okay. Sie hat den Vorteil, dass sie einfach, Rangers logischerweise, so. Wenn du nochmal reingehst, können... Na gut, ich mach... Mal schauen. Ich werde aber auch ein bisschen entspannt spielen müssen. Falls sie nah genug an mich rankommen könnte, oder falls sie nah genug an mich rankommen würde, könnte ich sie mitnehmen. Du hast jetzt was genau gekauft? Okay. Uff. Ja, gut, kann nervig. Bitte. Ich bin unter Tower, greift bitte nicht mich an, sondern greift den Tower an. Dankeschön. Also, das verstehe ich immer nicht, wie so Minions auf einmal einen selber angreifen, obwohl sie das nicht tun sollten. Das ist weniger gut. Autsch. Das Problem ist einfach, der Schaden ist halt nicht hoch genug. Ich muss Shogun's Story haben oder vollkaufen und dann kann ich weiter schauen, weil jetzt gerade bin ich einfach nur unter dem Tower und hänge da einfach. Weil mehr kann ich halt auch nicht wirklich machen, leider. Ja, ist egal. Sie hat halt einfach den kompletten Vorteil gegen mich. Einfach dadurch, dass sie ranged ist und einfach um einiges mehr Schaden macht als ich selber. Und Gank wäre halt sehr nützlich, aber ich werde jetzt mal nicht herumschreien. So. Bisschen Schaden machen. Ich muss auch probieren, also ich brauche wirklich Attack Speed, mein Schaden ist nicht vorhanden. Das ist halt ein bisschen nervig. Ich bräuchte eigentlich, also ich kann halt alles durchhalten, ich hocke hier unter den Tower und habe mein entspanntes Leben. Wäre halt gut, würde ich ein bisschen Hilfe von Cleona bekommen. Okay. Sie hilft mir, sehr dankbar. Sehr schön, Dankeschön. Wir könnten sie angreifen, wenn wir würden. Sie hat kein Mana mehr. Ich könnte sie killen. Oder wir könnten sie killen. Sie hat kein Mana mehr. Sie hat kein Mana mehr. So. Dude. Okay. Und sie hat Ult. Sie könnte mich also killen. Okay. Cleona möchte mir nicht helfen. Das ist angenehm. Wäre sehr nice gewesen, weil sie einfach kein Mana mehr hat und ich hätte sie killen können. Ich warte noch. Eigentlich mal, ich werd eher sterben, als dass ich einen Kill machen werde, weil sie einfach voll. Ja, sie weiß, was sie tut. Sie kann mich einfach instant ulten und ich bin tot. Und sie weiß genau, dass ich es auch weiß. Ja.
Okay, Glück gehabt. Sie hat Blink. Das ist sehr interessant. Aber ich hatte. Ja, ich hatte sehr viel Glück. Wo. Auf welchen Tower habe ich den teleportiert? Okay, Glück gehabt. Los, kann man da mehr? Okay, mein Schaden ist nicht. Scheiße. Mein Schaden ist nicht vorhanden. Ich brauche halt einfach einen Gank. Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht so alleine fighten. So. Mein Schaden ist halt wirklich nicht vorhanden. Jetzt bitte greift den fucking Tower an, anstatt dass es mich angreift. Oh Gott. Schade. Wenn halt hier drüben einfach easy Kills für Cleona. Es wäre so easy für sie. Also, ich habe so viel CC, die kommt ja nicht mehr weg. Also. Gott. Wann war das? Wann? Was will die? Hä? Ich wollte Enemy missen. So. Okay. Das Problem ist. Sie ist da hinten. Sie ist jetzt da, also. Ich hätte Ult. Wenn sie rüberkommen würde. Ich. Nein, sie hängt in den Tower. Kann ich sie rausbeten? Danke. Gott, anstrengende Scheiße. Es hat viel zu lange gedauert, dass sie einfach das immer vorbeigekommen ist. Oh, hi. Wir können auch noch attacken. Okay. Komm schon, wenn du nah genug rankommst, bist du tot. Komm. Ich kann sie killen. Oder nee, zu spät. Zu spät. Also, mein Schaden ist halt nicht hoch, aber dafür kann ich sie super CC'en. Dafür ist meine CC einfach so nice. Ich finde auch sehr schön, dass sie mit meiner Waffe nicht gemacht hat, was etwas blöd für mich ist. Chang'e fehlt drüben noch. Ne, sie ist da, scheiße. Okay. Wie mache ich das Ganze jetzt? Ich muss. Ach du Scheiße. Ich mache gar keinen Schaden. Ich habe keinen. Gut, mein Tower wird weg sein. Sie kann mich easy unter den Tower killen. Die rollt. Alter, ich mache so gar keinen Schaden. Ja, er ist nicht jetzt so wie er gedacht. Gar nicht. Außer ich mache irgendwas komplett falsch. Soll ich weggehen, bitte? Lässt mich grad, hat sie Blink? Sie dürfte Blink haben. Okay, that's the bad. Oh, Mann. Nur mit dich mit. Mir fehlt halt der Schaden komplett. Also, du bringst Magic Protection. Das war super. Schurkungsrisk ist auch eigentlich so ein sehr gutes Item. Danach würde ich dich mitnehmen, einfach nur für noch mehr. Ja. Sie ist gerade hier unten. Das Problem ist, also. Ich brauche halt einfach mehr Ganks von der Cleona und fertig ist, weil ich mache sehr viel. Meine CC ist einfach so nice. Weißt du was? Oh, that's too bad. Okay, that's too bad. Ist einfach langsam und ich egal, was wir machen. Oh, hi. Enemy missing. Also. Wow. Ja, das war's. Wo ist Medusa? Also, was war jetzt ihr Grund dafür, dass sie mit rübergekommen ist? Jetzt schiebt sie auch noch. Okay, wenigstens macht. Hast du da ganz viele Kills gemacht? Ja, es hat sich ja ausgeglichen. So, ich will meinen Pots haben. Uff, ja. Oh, was? Oh Gott, sie ist. Was war das? Wieso blinkt sie rein gegen Gegner, die fast full life sind? Was ist. Was zur Hölle? Was sollte das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Hat sie missklickt? Ich weiß es wirklich nicht.
Das ist nicht ein Abfuck. So, zack. Ja gut, ich glaube, man sollte ihn wirklich nur als Support spielen, weil so ist der Schaden von Anfang an einfach zu gering, um irgendwas hinzubekommen. Na, ah, komm schon. Ja. Komm ich noch? Oh! Hat sie das ernsthaft überlebt? Wie lucky kann man sein? Ist das ihr Kack? Wow! Wow! Wie lucky kann man sein? Uff. Ja, ist mein Tower drüben weg. Scheiße! Ja, ist irgendwie nicht der. Ist nicht der beste Pick. Daher, Leute, spielt ihr nicht auf Solane. Support reicht ja schon aus. Weil das Problem ist auch, mein Scaling ist wirklich nicht gut. Also, ich werde es mal ausprobieren. Offensichtlich funktioniert es nicht gut. Das einzige Gute ist halt, ist meine 2 halt. Ich habe halt, also meine 1 macht nicht genug Wave Clear. Oder ist nicht genug Wave Clear, um irgendwas hinzubekommen. Ich habe halt, meine 3 ist halt übertrieben nice, um. Meine 2 halt übertrieben nice, um die Leute in den Tod zu schmeißen und so, und schön zu sich sehen. Das ist halt das Beste, was Atlas machen kann. Ach, junge Dame. Ja, mein Schaden ist nicht vorhanden. Also das ist wirklich das Problem. Sie kann mich auch unter den Tower. Also, ich darf die mit sich unter den Tower gehen lassen. Langsam. Ich sag's nochmal. Scheiße, mein Tower ist weg. Mein Tower ist hauptsächlich weg. Wo ist er hin? Ich weiß auch nicht, was ich hier mache, um ehrlich zu sein. So. Oh, warte, hast du das mal mein Buff gemacht? Na, schade. Okay. Du, ich hab auch keine Ahnung, was ich tue. So. Ich wollte helfen und dann war ich da und dann war es schon vorbei. So. Oh Mann. Wieso kauft ihr so viele Wards? Okay. Sie fehlt wieder. Ja, das ist hier mit der Scheiße. Das war ein bisschen zu spät, ich bin auf dem Weg. Was sind sie drüben? Scheiße, ich weiß nicht, was ich tue. Ich bin aber gerade so lost. So, bin jetzt ein Kill für mich. Oh, Alter, bin ich lang, dass sie sieht! Komm schon! Autsch. Ja, nee, bekomme ich nicht durch. So. Was willst du von mir? Ich hab keine Ahnung. Du halt einfach halt einfach deine Goschen und fertig ist. Okay. Das mal mitnehmen, denke ich. Ich weiß es nicht. Das doof ist aber auf, dass das halt bei ihm recommended nicht funktioniert. Oder. Ja. Also habe ich gerade keine Ahnung, was ich bauen soll. Weil ich schau mir. Guck mal, was ich immer mache, ist halt.
ich sehe die Items, die so vorgeschlagen werden, überlege mir, oh ja, das könnte gut sein. Oder das finde ich ja gut oder so. Und dann kaufe ich Sachen, wo ich denke, dass sie nützlich sein könnten. Aber so ist es einfach nicht vorhanden. So habe ich aber nur Probleme, gerade irgendwas auszumachen und zu überlegen, was ich haben möchte. Kann ich auch verstehen, wieso manchmal die Mensch herumgeschmissen werden und manchmal nicht? Das ist ein bisschen strange. Oh Gott, Mitte sieht nicht gut aus. Ich überleg gerade, ob ich einfach noch farmen möchte. Ne, weil Mitte. Oh. Ne, lass dann bitte. So. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe ja schon hin. Kann ich hier irgendwie. Na, komm schon. Team ist nicht da, ich bin alleine hier. Nee, ich renn weg. Oh, willst du auch noch fighten? Ja, gut, ich kann hier nichts machen. Oh, was war. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich sollte weg hier. Ich werde gleich auch meine 3 auf Instant Cast machen. Meine 2 auf Quick Cast und dich auch auf Quick Cast, glaube ich, das Beste. Meine wird am besten auch auf Quick Cast. Das hat ein bisschen übertrieben. Nee, sorry, Instant Cast. Okay, das war. So, haben wir das auch noch hin. Dude, ihr könnt sie angreifen, wenn ich sie festhalte. Oh, Mann. Das wissen die scheinbar irgendwie nicht. Aber sie können das machen. Ist ein bisschen nervig, dass sie das nicht wissen. Enemy missing middle. Be careful. Das ist, keine Ahnung. Scheinbar wussten die das dann nicht, dass sie den Schaden machen können. So. Es ist halt ein bisschen nervig, weil ich denke. Ja, gut, Mann. Ich werde mich halt immer von niemals bekommen. Das ist langsam auch wirklich Standard, ich verstehe schon. Wird aber das Beste tun, alles zu clearen hier, ein bisschen zu farmen. Nicht zu weit hinten zu sein vom Level her. Und fertig ist. Weil ich, guck mal, ich kann halt nützlich sein, aber ich bin halt nützlich durch meine CC. Das ist das einzige Gut, was ich kann. Ich sollte nach hinten gehen. Es tut mir leid, ich werde nicht angepisst, weil ich nicht da bin. Hallo Changa, was läuft bei dir? Lassen dich jetzt in Ruhe, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, es tut mir auch leid. Ich spiele ja nicht extra schlecht. Irgendwie, aber keine Pick war halt nicht das Beste. Und das ist halt so. Viel dagegen machen kann ich im Nachhinein jetzt auch wieder nicht. Leg gerade. So, jetzt glaube ich, nehme sogar lieber das mit. Ja gut, was möchte ich kaufen? Oh Gott, das hat. Ich hatte kurz Angst. Den Sound. Isa Old, I restart. Wieso hat sie so krass Lags? Wäre irgendwie weniger schön. Wenn es unser Midlaner verschwindet. Das wäre wirklich immer einiges weniger schön. Eigentlich nicht gut einfach. So, okay. Ich werde wenigstens mal einen Mana-Buff bekommen, so wie es aussieht. Wenigstens einmal. So. Langsam wird mein Clear auch halbwegs okay. Auch wenn er noch nicht wirklich gut ist. Das Gute ist auch einfach, dass man hier, dass die auch die normalen Autotext sehr viel bestes AOE haben und so. Ja, nimm den Buff. Eigentlich brauche ich zu lange dafür. Ich lasse es. Oder? Nee, ich muss mit dir gehen. Das dauert viel zu lange, ich mache keinen Schaden. Ich mache wirklich keinen Schaden. Ich bin jetzt da. Oh,
Und Tower ist auch weg? Nee. So, bin jetzt das gemacht. Und jetzt bin ich weg, oder? Ich weiß es nicht. Autsch. Oh wow, zu viel CC. Viel zu viel CC, ich will nicht surrendern. Wir warten noch kurz, bis er wieder da ist und fertig ist. Wir wissen, dass sie wiederkommt. Überleg gerade. Hat sie schon Divine Rune gekauft? Sie war auch nicht auf dem Weg, Divine Rune zu kaufen. Einfach ein bisschen mehr Damage vielleicht durch Glück. Wir müssen auch hoffen, dass sie wiederkommt. Also sie wird ja wiederkommen, hat sie ja gesagt, aber jetzt sobald wiederkommt. Future, wann kann ich dich upgraden? Level 20, oder? Ja, Level 20, okay. Dort noch ein bisschen. Verdammt. Das ist nervig, we need wards. Du hast auch Pestilence mitgenommen, was nicht das Beste ist, wenn zwei Leute Pestilence haben, möchte sein. Aber gut, Ward, Fightern. Hat sie Wards dabei? Nein, hat sie nicht. Natürlich hat sie keine Wards dabei. Als Jungler. Wir sind doch die ersten Wards, die ich wirklich place. Und okay. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Wow, das. Wow. Wow, bist du schnell. Das war. Ich mache halt für dich keinen Schaden. ich glaub auch nicht, dass mir Items und wir helfen würden. Muss ich sagen. Die wollen jetzt hier fighten, so wie es aussieht. Hi. Mal schade. Sie ist wieder da, wir haben eine Chance. Glaube ich jedenfalls. Oh Gott, mein Schaden ist wirklich geringer als die von einem normalen Guardian Soul-Laner. Puh, ouch. Alter. Was ist die awesome? Wird sie probieren zu CC'en? Awesome. Awesome. So, hi. Jetzt sehe ich raus. Aber, so, oder? Ich komme nicht nah genug ran. Ja, schade. Nee, dauert zu lange alles. Okay, Medusa verteidigt. Sehr gut. Oh, Leute, wieso fightet ihr? Wieso fightet ihr? Wieso fightet ihr? Was sollte das jetzt? Das war gerade so krass idiotisch, unglaublich. Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Um ehrlich zu sein. Also gar nicht verstanden. Uff, warte, Zeit. Wie schlecht sind wir mit Scaling? 50, 60. Ja, ist trotzdem nicht gut. Uff, das ist wirklich nicht gut. Das macht eigentlich keinen Sinn, mit ihm auf Mage zu bauen. Beziehungsweise irgendwie ein bisschen auf der Mage zu bauen. Das ist einfach pur Guardian. Und das war's. Uff. Okay. Naja. Da habe ich mir gedacht, dass wegen der 1 und sowas, dass man da schönen Schaden rausholen könnte und so. Aber gut, irgendwie nicht. Irgendwie nicht wirklich, leider. Naja, passiert. Dann könnt ihr jetzt in diesem Video sehen, dass es nicht der beste Pick ist. Oder habt ihr ihn schon auf der Soldaten ausprobiert? Und wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Also kann man ihn auf der Soldaten spielen? Was mache ich irgendwas komplett falsch? So, ich muss schnell weggehen. Eigentlich mache einfach so. Teleportieren wir uns rüber. Wir auch gleich Blink. Awesome. Wenn jetzt die noch bekommen. Oh, mit können wir die Phoenix da verteidigen? Ich glaube, nicht, der ist raus, oder? Verdammt! Ah!
Also das Bild, wenn noch die beiden Tanks leben. Ich werde mal probieren, hier drüben zu verteidigen, oder mindestens die mal wahrscheinlich Gold für ihn machen, oder? Ich weiß es nicht, ich bleib mal kurz hier. Ob irgendwas kommt? Nein, die gehen jetzt Mitte. Wie es aussieht. Glaube ich jedenfalls. Ah, Gott. Also ich glaube, ich müsste noch mehr Attack Speed bauen. Aber langsam wird die Mischung wirklich immer nur noch crazy. Also, oh Mann. Also die Mischung halt, es ist einfach sehr komisch, was ich hier baue, um ehrlich zu sein, es tut mir leid. Ich bin einfach so einfach wird dadurch, dass mir nichts vorgeschlagen wird. Ist nicht sehr nützlich hier. Ich bin wirklich noch verwirrt. Wir haben noch gar kein Tower bekommen, was auch riesiges Problem ist, wir müssen tauerlos werden. Gegner haben schon fast alle unsere Tower, sogar noch Phoenix und sowas bekommen. Und wir hocken da mit gar nichts. Okay. Kann man... Fireman jetzt nicht DC'en? Scheinbar nicht. Mal kurz hier. Oh ne. Dude, da hinten ist jemand. Oh, ich hasse euch. So. Ich glaube, wir sollten gehen. Ich finde das gut, würden wir gehen. Was wir nicht tun, ist gehen. So. So, out. Out. Ja, das war's jetzt, oder? Ich glaube, das war's. Wir haben es nicht hinbekommen. Uff. Das ist ein sehr cooler Emote. Der gefällt mir. War natürlich noch nicht so lange. Ich will das einfach durchspielen. Macht jetzt keinen Sinn, einfach jetzt rauszugehen. Ich werde noch mehr Defense mitnehmen wollen, glaube ich. Ich bin schon 20, heißt, ich könnte eins davon kaufen. Oh wow, das war... Ich konnte nichts mehr kaufen. Das ging... sehr schnell. Uff. Ha. Ha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch die Runde zeigen möchte. Das lief jetzt ja... sechs, sechs, sechs. Das ist ja gut. 10.000 Schaden. Ha. Lehrer, oh Gott, da, uff. Learn it? Learn it? Es ist, ich hab, okay, anyways. Ich hab, ihr werdet die Runde sehen. Thank you. Okay. Dann, ich glaube trotzdem, dass ich hoffe, dass euch die Runde gefallen hat. Ich habe fast so viel Damage gemacht für unseren Mage, was irgendwie trotzdem ganz schön traurig ist. Okay, pickt nicht Atlas Sololane, glaube ich, ist so der Takeout vom Ganzen hier. Ich war hier selber als unser Jungler, als unser Midlaner und der Support. Der Support ist logisch, aber egal. Okay, jo, habt ihr ihn schon mal auf der Sololane gespielt? Wenn ja, war es erfolgreich? Und wenn ja, was habt ihr gekauft? Habt ihr irgendwelche Tipps für Leute, die Sololane spielen wollen würden? Ansonsten, danke fürs Zuschauen, wenn bis jetzt noch jemand zugeschaut hat. Schreibt ein, good game in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ansonsten, passt euch auf, lasst gerne ein Like, der abonniert, falls ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.